Heute möchte ich euch ein besonders leckeres Rezept vorstellen, und zwar mein Rezept für einen griechischen Tomatenreis. In einer leuchtend roten Tomatensoße zusammen mit aromatischen Gewürzen, Zwiebeln und Knoblauch. Und damit hallo zusammen zu einem neuen Video von Tastybits. Ich bin Yannick und ich zeige euch heute, wie ihr einen leckeren griechischen Tomatenreis ganz einfach selber machen könnt. Der griechische Tomatenreis ist eine tolle Beilage zu gegrilltem Fleisch, zu Fisch, zu Gemüse, zu Chirapchichi, zu Bifteki, zu ganz, ganz vielen anderen Gerichten. Die Zubereitung dauert keine 30 Minuten, wir machen das als One-Pot-Gericht und ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Zuerst kümmern wir uns um die Zwiebeln und um den Knoblauch. Beide Zutaten werden auf einem Brett fein gehackt und dann erstmal zur Seite gestellt. Außerdem haben wir hier eine Strauchtomate mit am Start. Die wird einmal gewaschen und dann in Würfel geschnitten. Achte am besten darauf, dass du den Strunk noch entfernst. Und der Saft, der beim Schneiden der Tomate austritt, den kannst du gerne aufbewahren und später mit an den Tomatenreis geben. Das gibt dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Aroma. Jetzt schnappst du dir einen großen Topf und erhitzt darin 2 Esslöffel Olivenöl. In dem Olivenöl werden die Zwiebeln und der Knoblauch glasig angebraten. Wenn das geschehen ist, dann gibst du 250 Gramm Langkornreis mit in den Topf und rührst das Ganze ein bisschen durch, dass der Reis einmal so ein ganz, ganz kleines bisschen anrösten kann. Und dann geben wir auch schon unsere geschnittene Strauchtomate und außerdem 3 Esslöffel Tomatenmark mit dazu. Das Tomatenmark ist an dieser Stelle ganz wichtig, denn es gibt dem Tomatenreis eine richtig schöne, leuchtende, rote Farbe und natürlich auch jede Menge Geschmack durch das leichte Anrösten jetzt im Topf. Wenn sich das Tomatenmark dann gut verteilt hat, dann löschst du deinen Tomatenreis ab, und zwar mit 300 ml Gemüsebrühe und 300 ml passierten Tomaten. Auch die bringen jede Menge Geschmack und natürlich eine schöne rote Farbe. Und jetzt fehlt unserem Tomatenreis natürlich noch ein bisschen Aroma und ein bisschen Kick. Du kannst hier gerne ein fertiges Gyros-Gewürz verwenden. Ich denke mal so ungefähr 1 bis 2 Esslöffel davon. Aber wir machen das jetzt einfach mit ein paar selbst. Ja, oder mit einer selbstgemachten Gewürzmischung, sage ich mal. Ich gebe zu meinem Tomatenreis mit dazu 2 Teelöffel Oregano, 1 Teelöffel Thymian, 1 Teelöffel Paprikapulver und außerdem noch 1/2 Teelöffel Kreuzkümmel. Dazu bin ich ein großer Fan von 1 Prise Zimt, 1 Prise Chiliflocken. Dazu kommt außerdem noch 1 Teelöffel Zucker. Außerdem einer guten Menge, das sind hier ungefähr 2 Prisen schwarzer Pfeffer und so 3 bis 4 bis 5 Prisen Salz. Rühre jetzt alles einmal gut durch und dann kannst du den Tomatenreis für ungefähr 20 Minuten köcheln lassen, dass der Reis durchgaren kann und die ganze Flüssigkeit aufnehmen kann. Dazu setzt du am besten den Deckel so halb auf den Topf auf, reduzierst die Hitze auf niedrige bis mittlere Hitze und lässt den Tomatenreis, wie gesagt, für 20 Minuten vor sich hin köcheln. Dabei solltest du immer ab und an mal umrühren, damit unten nichts ansetzt, und gegebenenfalls noch ein bisschen Gemüsebrühe angießen, falls du merken solltest, dass der Reis irgendwie auf dem Boden so ein bisschen ansetzen sollte oder sticky werden sollte oder ähnliches. Nach besagten 20 Minuten hat dein Reis dann die gesamte Flüssigkeit aufgenommen, und jetzt kommt noch ein besonderer Twist dazu, denn ich gebe jetzt zum Reis noch 80 ml Vollmilch. Vollmilch klingt jetzt erstmal nicht so unbedingt nach griechischer Küche, aber ich sag euch, Vollmilch bringt so eine gewisse Cremigkeit und so ein schönes Mundgefühl und auch einen ganz tollen Geschmack an diesem Tomatenreis. Ich würde euch unbedingt empfehlen, das auszuprobieren. Einfach einen guten Schuss Vollmilch dazugeben, das Ganze einmal umrühren und dann mit Deckel bei niedriger Hitze nochmal für 5 Minuten ruhen lassen. Und dann ist dein Tomatenreis bereit zum Servieren. Du kannst ihn jetzt nochmal abschmecken mit ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer, gerne auch mit einem Spritzer frisch gepressten Zitronensaft. Und jetzt können wir ihn anrichten auf so einem schönen Teller hier, zusammen mit ein bisschen gehackter Petersilie, mit besagtem Zitronensaft, mit ein bisschen Salz und Pfeffer nochmal drüber und mit ein bisschen gutem Olivenöl. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Nachkochen und freue mich auf deinen Kommentar, wie es dir geschmeckt hat. Schau auch gerne mal hier, hier habe ich noch ein weiteres Rezept für dich, und zwar das Rezept für meinen richtig leckeren Tzatziki. Der passt wunderbar zu diesem Gericht. Außerdem nicht vergessen, den Kanal von Tastybits hier auf YouTube gleich zu abonnieren. Dann verpasst du kein neues Video mehr, was hier jeden Samstag für dich erscheint. Ich freue mich auf dich im nächsten Video, sag guten Appetit und bis bald.